unsere Themen für heute. SharePoint-Listen werden komplett überarbeitet. Copilot-Dashboard in Viva Insights, Microsoft 365 Backup in Public Preview und Intune Admin Center mit neuem Look. Hi, ich bin Thomas und hier sind die Itilio Cloud Uncovered News. Bei uns gibt es jede Woche die neuesten Cloud News. Wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert unbedingt unseren Kanal. Listen in SharePoint Online werden komplett überarbeitet. Ab Ende Februar soll der neue Look ausgerollt werden und bis Ende Juni soll er dann allen zur Verfügung stehen. Neben einer deutlich verbesserten Performance bietet das neue Design einige zusätzliche Funktionen. Einerseits wird die Kollaboration an Listen verbessert. So sieht man zukünftig, wer gerade in welchem Feld unterwegs ist und Werte ändert. Die Benutzererfahrung ändert dabei ja ans gewohnte Verhalten aus Apps wie Word oder Excel. Mit Ansichten können Sortierungen oder Filter angelegt und gespeichert werden. Bisher musste man über den Dropdown die Ansicht wechseln. Im neuen Design werden die Ansichten jetzt oben rechts als Tabs nebeneinander gezeigt, sodass man dann schneller hin und her navigieren kann. Darüber hinaus gibt es eine neue Art von Spalte, mit der Liste ein Rating-System hinzugefügt werden kann. Es gibt noch ein paar andere neue Features, die ihr im Microsoft-Blogartikel zu dem Thema finden könnt. Den Link findet ihr wie immer in der Beschreibung. Organisationen mit Viva Insights erhalten ab Mitte Februar ein eigenes Dashboard für Copilot. Neben allgemeinen Informationen zur Anzahl der Lizenzen oder aktiven Nutzern finden sich dort Übersichten, die zeigen, welche Features von Copilot für Microsoft 365 wie oft eingesetzt werden und auch, wie viel Zeit dann dadurch gespart wurde. Hier im Screenshot zum Beispiel sind Infos zur Nutzung von Copilot für Meetings, E-Mails, Chats und Dokumente zu sehen. Auch lassen sich Umfragen starten, mit denen User den Mehrwert von Copilot selbst bewerten können. Admins können einzelne Personenkreise definieren, deren Daten in die Reports einfließen. Alternativ kann man die Auswertung auch über alle User in der Organisation laufen lassen. Wer also Viva Insights oder Viva Suite nutzt, kann zukünftig schauen, ob sich das Investment in Copilot auch gelohnt hat. Interessieren dich Videos rund um die Microsoft Cloud? Möchtest du immer neue Hands-on-Videos, jede Woche News? Dann abonniere unseren Kanal. Microsoft 365 Backup ist jetzt in der Public Preview. Wer sich denkt, warte, das hatten wir doch schon mal. Ja, hätten wir haben sollen, aber Microsoft hat den Launch der Preview-Phase Anfang Dezember verschoben. Organisationen können den Dienst jetzt also testen und damit Daten aus SharePoint Online, OneDrive for Business und Exchange Online sichern und auch wiederherstellen. Der Dienst ist auch in der Public Preview kostenpflichtig. Zur Abrechnung wird eine Azure Subscription mit Syntex Pay as you go verknüpft. Microsoft 365 Backup ist zwar kein Teil von Syntex, wird aber aus irgendeinem Grund trotzdem drüber abgerechnet. Wer Microsoft 365 Backup testen will, orientiert sich am besten an der Microsoft-Dokumentation, die wir euch auch verlinken. Der Intune Service Release 24.01 ist da und bringt einige Änderungen mit. Wohl am auffälligsten ist die neue Oberfläche im Intune Admin Center. Viele Menüs, hauptsächlich in der Devices-Kategorie, wurden überarbeitet. Auf den Übersichtsseiten finden sich neue Reports, die Navigationspunkte sind etwas anders angeordnet und insgesamt soll alles ein bisschen moderner wirken. Die neue Ansicht konnte man schon seit Ewigkeiten in der Preview testen. Jetzt wird sie über den Februar für alle Tenants ausgerollt. Über die Laufzeit der Preview wurde viel geändert. So wurden zeitweise zum Beispiel die Icons neben den einzelnen Menüpunkten entfernt. Es gab schlechtes Feedback, also sind die Icons wieder da. Sonst gibt es noch ein paar neue Verwaltungsmöglichkeiten für iOS, Android oder auch Defender for Endpoint. Außerdem erhält Advanced Analytics weitere Features. Letzteres ist Teil der Intune Suite. Den Docs-Artikel mit allen Updates verlinken wir euch auch in der Videobeschreibung. Auf der Ignite wurde letztes Jahr übrigens angekündigt, dass andere Intune Suite Features, zum Beispiel Enterprise App Management, im Februar erscheinen sollen. Sollte das tatsächlich passieren, erfahrt ihr das natürlich hier in den Cloud Uncovered News als erstes. Das war's für heute. Sollte euch das Video gefallen haben, freuen wir uns wie immer über einen Daumen nach oben. Abonniert sonst gerne unseren Kanal, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Wir sehen uns nächste Woche, wenn es wieder heißt Itilio Cloud Uncovered News oder auch Cloud Uncovered Hands-On. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dann.